Welche Techniken der Bruststraffung gibt es? Es gibt drei verschiedene Techniken, je nachdem, wie stark die Erschlaffung fortgeschritten ist. Bei einer geringen Straffung, bei der man die Brustwarze nur um 1 bis 2 cm anheben muss, ist eine sogenannte periareoläre Mastopexie möglich, das heißt eine Narbe nur um den Warzenvorhof herum. Wenn es aber um eine größere Anhebung geht, also eine stärkere Erschlaffung, dann sind zusätzliche Narben notwendig, das heißt eine Narbe unterhalb dem Warzenvorhof, vertikal. Die ist zwar unbeliebt, aber notwendig, um eine gute Form zu erreichen. Und häufig ist noch eine zusätzliche Narbe in der Brustfalte notwendig, um eine optimale Form zu ermöglichen. Die Narben sind zwar unbeliebt, aber letztendlich ist entscheidend, dass die Form gut ist. Das Sprichwort in der plastischen Chirurgie lautet Form vor Narbe. Für eine schöne Brust nimmt man die Narben in Kauf.